Grüße Wurz und Mosch, hier ist Hans Batschkuber. Radio Mitte West, der beste, schlechteste Rapper in Deutschland. Wie gibt's denn alles? Wie gibt's denn? Wer ist denn der schlechteste Rapper in Deutschland? Sag mal du was, wer fällt denn dir ein? Nein, man sagt bloß nichts, du bist da zu strikt und so. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rooks, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit Mosch. Ja, eine Was los Folge gab es ja jetzt schon. Jetzt sind hier nochmal die Fanfragen für euch. Yes, ja, Freunde, ich halte auch hier das Intro kurz, ihr wisst ja. Und jetzt sind eure Fragen dran, Freunde. Viel Spaß mit Mosch. So, mein lieber M.O. Mosch. BZ. Natürlich gab es, du musstest schon... Halt einfach mal zu dir, ich lese vor. Smooth, es gab natürlich eine Menge Fragen. Nach wie vor Fans sind heiß auf dein Release. Korrekt. Das war bei dir aber schon immer so eine krasse Reaktion in den Socials. Ja. Das ist schön. Das freut mich. Nice. Also, ich lese einfach vor und dann schauen wir. Alpo250 fragt, wenn es nicht mit Rap klappen würde, was würde er machen? Weil er ist ja so, mit dem ganzen Tattoos und so, würdest du überhaupt noch einen Job kriegen, fragt er. Nee, hab ich schon vorhin gesagt, wir haben ja schon vorgesorgt. Okay, hab zwei, drei Sachen. Was am Start. Okay, das heißt, das also ist sowieso, da ist alles cool. Aber ich glaube auch dieses, ey, mit Tattoos kein Job, das ist oldschool. Das ja, ist doch heute gar nicht mehr so krass. Glaube ich auch nicht. Vielleicht jetzt hier mit so einem Mann. Ich bin auch nicht so, glaube ich, der Mensch, der jetzt so genau diesen Job, den er meint, würde ich gar nicht machen wollen. Ja. Ich würde was anderes machen. Aber was ist denn mit Tätowierer oder sowas? Wäre das was? Wäre auch geil gewesen. Die kamen ja alle vom Graffiti früher. Genau, aber kannst du es ja sowieso selber. Keine Ahnung. Das wäre jetzt auch eine sehr geile Alternative, aber ich glaube, Tätowierer ist auch belastend, wenn du da 6-7 Stunden am Stück immer wieder jeden Tag machst, auch Dickpatte. Machst Dickpatte. Ich habe einen Kollegen, der fährt jetzt nach L.A., fliegt jetzt nach L.A. Ich sage, was machst du da? Ich habe einen Tattoo-Termin. Geil. Ja, ist auch geil. So, Bruder, was wenn du gut bist, es gibt echt krasse Typen. Mr. Cartoon oder so. Ja, Mann, die sind Endlevel. Ja, Theo mit H fragt, wie steht er zurzeit oder wie ist das Verhältnis zu UFO361? Und kann er sich ein Feature vorstellen? Also nur ganz kurz, wir haben in der Was-Los-Folge ein paar Sachen schon besprochen, das könnt ihr euch angucken, aber jetzt nochmal ganz kurz für den Theo, vielleicht sagst du da nochmal ganz kurz was dazu, weil du hast vorhin ausführlich was du gesagt. Ja, nee, alles cool. Ich hatte den auch angefragt auf Schnelle jetzt für DZ, der hat das leider zeitlich nicht mehr geschafft so. Und alles gut und ich feiere, was er macht. Ich freue mich für ihn. Nice. Ist geil. Wart ihr eigentlich in einer Graffiti-Crew auch? Nee, aber wir waren sehr viel zusammen. Kannst du verraten, wie deine Graffiti-Crew hieß oder ist das... Früher, wir waren ETS hieß die Gruppe. ETS war das gewesen. Die kennt man in Berlin auf jeden Fall. Okay. Kannst du mal für die Graffiti-Heads sagen oder für mich als Graffiti-Fan, was waren so deine Graffiti-Helden früher? Odem, das Buch hat mich schon misshandelt. Odem. Dieses Buch, ich war Fan von allem, so ich kenne ja auch die ganzen Oldschooler. Die wohnen ja alle hier. Also ich kenne die vom Schlesi und so, Piep, mach einfach einen Piep an der Stelle. Ich kenne die halt alle so und die waren alle meine Vorbilder, die ganzen Oldschooler, GFA. Ja. So dieses Klischee-mäßige. Aber dieses Odem on the Run, das war das erste Buch in meinem Leben, ne, was ich nicht aus meiner Hand losgelassen habe, außer ich war todmüde und konnte nicht mehr. Und es ging leider viel zu schnell, das Buch war viel zu schnell. Oh, wow. Rest in Peace an der Stelle, Odem. King, Alter. King, Odem, die ganze King. Generation von denen, Voss, Poet, Odem, Cage, Überkings, alle waren King, die waren voll, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, Alter. Die haben ja echt sehr, sehr stark gemacht. Ich warte heute noch darauf, dass ich mal mit Voss vor eine Wand malen kann, das wurde mir versprochen von einigen schon? Leuten. Nein, kennst leider nicht. Ne? Vielleicht, wir müssen einmal nach Kreuzberg, vielleicht trifft man ihn da. Das sagt mir jeder, der ihn kennt, ey, wir machen mal was. Wo? Im Sommer trifft du die manchmal so bei Holz und so in Kreuzberg, ja. Okay, nice. Wir malen einen miesen Zug, legal, mit Voss und Mosch. Geil. Einen legalen End-to-End. Bin dabei. Okay. Freunde, ich suche mal ein paar Fragen, die wir vorhin noch nicht hatten. Ja, diese Frage, ob du über die Zukunft nachgedacht hast, bla bla bla, weil du ein Gesichtstattoo hast, das wird sehr oft gefragt, das sehe ich. Das hast du auch schon mal beantwortet, aber hast du dir überhaupt mal Gedanken gemacht, bevor du dir das Gesicht tätowiert hast? Auch immer so, oder einfach, nee, ich feier, ich mache. Nee, doch.
Also, das ist ein langes Thema. Ja, also. Das ist ein langes Thema. Wenn ich auch irgendwann keinen Bock mehr habe, laser ich es weg, aber ich hab Bock. Das ist ja auch heutzutage einfach. Voll. Ne? Ja. So massiv hat es ja auch gemacht. So, der hat ja voll wegbekommen. Ne? Das ist voll weg, ne? Sein Arm ist frei. Hey, im Notfall, wir sind im Jahre 2017, mache ich es weg, aber bis jetzt war es noch nicht so weit und. Deswegen will ich mir das auch jetzt machen, weil man kann es weglasern. Okay. Yassin Zidane fragt, woran hat es gelegen? Was meint er? Ist das ein Running Gag bei euch? Nee. Woran hat es gelegen? 21G Town Bremen, grüß dich. Boah, ich weiß nicht. Also ist das Alter, wieso hat der 22 Likes darauf? Ja, wahrscheinlich, weil das irgendwie so ein Running-Ding ist bei euch. Ich weiß es nicht. Okay, geil, wir haben es nicht verstanden, aber du kannst es nochmal erklären. Ja, Tobias Maximilian fragt, wie ist dein momentanes Verhältnis zur Straßenbande? Wir haben auch darüber vorhin schon gesprochen. Also schaut euch einfach die was los. Genau. Genau, dann wiederholen wir jetzt nicht alle Fragen. Nico Köhn, frag ihn mal, warum er mich blockiert hat. Weil du stinkst. Spaß, Mann. Ey, eine Zeit lang, das muss ich auch mal sagen, hat jemand meine Seite gemacht, wo die nicht in guten Händen war. Und die hat da ein paar Sachen gemacht. Also. Reicht, glaube ich, wenn ich das so weit gesagt habe. So. Ich habe gar keinen niemanden, so was habe ich davon. Ich habe gar keine Zeit, das alles so zu gucken. So. Thorsten Reich schreibt, wie geht er damit um, dass er wohl einer der meist unterschätzten Rapper in Deutschland ist? Keiner kann mit ihm f***en. 100 Affen, die nichts können, haben mehr Erfolg. Was ist der Grund? Wie kommt er darauf klar, schreibt er. Siehst du das selber auch so irgendwie, dass du unterschätzt wirst? Ach, ich glaube, du hast schon Fans. Die Leute wissen, was du drauf hast. Ja. Ich glaube auch. Er wünscht dir vielleicht und als Fan halt, dass du... Man weiß doch nie, was passiert. Ja. Rap ist so ein bisschen wie Fußball, Dicker. Wenn du einen Fallrückzieher machst im Strafraum, bist du wieder da. Und es kann ein Song sein. Das stimmt. Und die sollen mich nicht unterschätzen, Bruder. Die sollen, guck mal, was ich jetzt auch mal zu meinem Rap sagen kann. Das habe ich voll vernachlässigt. Was man auf der Platte auf jeden Fall checken kann, ne? Als Fachmann, wer auch immer. Das kann Physiker als Rap. Der Physiker, Doktor, Professor Rap kann das sich anhören. Der wird hören, dass meine Reimschematik, das ist ja richtig, Dreierreime nerven. Aber wenn du Dreierreime mit Sinn verpackst, das ist auch was, diese Kollegakunst, was er da mit 6, 7 Reimen macht. Und Leute dann sagen, Technik brauchst du gar nicht, brauchst nur den Vibe. Na, warum? Du kannst Vibe und Technik. Und Technik. Was macht denn Kendrick Lamar? Soll man denn jetzt sagen, weil einer keinen Fallrückzieher kann, er ist ein Fußballer, weil er einen Fallrückzieher macht? Aber du das nicht kannst, weil du einfach nicht so beweglich bist? Ja, absolut richtig. Also es ist am Ende des Tages, das wollte ich schon damit sagen, hört euch die Platte an, die ist krass gerappt, technisch. Guck mal, ich bin auf einem Label. Ich habe 2, 3 Psychos an meiner Seite, Bruder, die lassen mich gar nichts Schlechtes machen. Ja, so. Wenn du was Schlechtes machst, machen die geht Augen. Nicht. Nee, geht gar nicht. Das kommt gar nicht so weit. Die hören sich das an und das ist eine sehr streckte Hierarchie. Geil oder nicht geil. Da gibt's nichts zwischen so. Entweder ist es geil oder es ist einem so halt. Ne? Und ja, die sollen sich mal anhören. Auf jeden Fall ist es krass geworden. Technisch, Beats, alles geil. Ich weiß, das sagt jetzt jeder immer. Aber ich muss das sagen, ich war 2 Jahre weg und so. Hat sich ein bisschen was geändert und so. Neuer Sound und so. So. Ramadan Ronaldo schreibt, wie ist PA Sport so als Labelchef? Habt ihr als Künstler Freiheiten? Gibt ihr euch Sachen, gibt es Vorlagen, die du machen erfüllen musst? Und schöne Grüße und viel Erfolg für dein Album. Wir sind Brüder, alle. So Chef, Mef und so eine Sachen, das ist ja dann kein Schlaf. Also eine auch, flache auch beim Büro zusammen. Arbeiten. Ja, ja. Klar. Da sind wir wieder bei dem Punkt so. Da ist auch PA sehr cool, so, der lässt mir da auch meinen Freiraum und wir lassen uns alle den Freiraum, dass jeder seine Meinung vertritt und am Ende trifft man sich meistens. Ist voll entspannt, wirklich, das ist echt cool. Gibt's gar nicht sowas so mit Chef, Mef und so. Okay. Life is pain. Schöne Grüße, Ruse und Mosch. Hier ist Hans Badstieber. Frage ihn bitte, wer ist der schlechteste Rapper in Deutschland? Kann man ja nicht beantworten, oder? Weiß, warte, warum nicht? Wie gibt's denn alles? Wen gibt's denn? Wer ist denn der schlechteste Rapper in Deutschland? Sag mal du was, wer fällt denn dir ein? Nein, man sagt bloß nichts, du bist dann zu strikt. Und so. Ja, mach jetzt keine Nein, Spaß, scheiß drauf. Ja, ist auch gibt's keinen, ist alles Geschmackssache. Ist Kunst. Frankie Jebak sagt, Mosch, damals wolltest du nicht zu Aslaks, du meintest Berlin, Frankfurt zu weit. Aber jetzt bei LIP, wie verhält sich das? Das ist mit dieser 5-Jahres-Geschichte.
Wenn du älter wirst, so, denkst du manchmal anders über Dinge. Und, ja, wenn man jünger ist, will man auch nicht reisen. Berlin ist alles. Dann checkt man jetzt, Deutschland. Berlin ist ja immer noch für mich alles. Die Leute denken, ich wohne jetzt im Ruhrpott. Ich wohne nicht im Ruhrpott. Ich wohne hier genau vorne um die Ecke hier. Kantstraße, Ecke, sage ich nicht. Und ich bin immer noch hier. Ich bin halt jetzt nach Charlottenburg gezogen, weil ich meine Frau und meinen zwei Kindern nicht Kreuzberg zumuten wollte, weil es gerade sehr uncool da gerade ist von... Hast du das mitbekommen und so, was gerade Kotti und so abgeht? Da ist sehr viel mit Drogen gerade wieder. Ich kenn's, guck mal, für mich ist das nicht schlimm. Ich bin damit aufgewachsen, weißt du, aber das lasse ich doch, da lasse ich doch nicht meine Frau einkaufen. Du hast ja auch zwei kleine Kinder, das ist ja was anderes. Aber was geht denn da ab, drogenmäßig, mehr als sonst? Oh, ekelhaft, Alter. Ich war letztes Mal dort gewesen, der war auch dabei gewesen, weil ich mit Jihad dort gewesen, hast du direkt du meinst fünf Dealer Minuten. Und... Nee, wir sind ja immer noch da, das ist alles cool, wie immer, aber das, die Situation ist ein bisschen ekeliger geworden, so als vorher. Und das meine ich nicht jetzt von denen, die von den 90ern dort leben. Achso, du so meinst unsere neue Leute, Leute, die so da ganz komisch, so viel mit Einwanderer, viel mit neue Sucht, Machtkämpfe, viel neue mit Sucht, Bodenklamm, voll ekelhaft. So. Am Kotti ist das sehr viel so, wenn du girly gehst, Schlese, geht es auch mehr in diese autonome Richtung, da ist auch schön, kann man chillen, aber Kotti ist, und ich wohnte genau dort um die Ecke und das tue ich dir nicht an, so. Deshalb bin ich da jetzt in Charlottenburg und fühle mich auch sehr wohl hier, aber bin trotzdem oft dort, Essen muss sein, ich komme nicht klar. Inja, was mit dir? Klar. Okay. Rui Palacio, sag, warum bist du zu LIP gegangen? LIP wächst kaum, man könnte sagen, es wäre gesünder Wachstum oder einfach uninteressant für die breite Masse. Ich verstehe das nicht. Was erhofft er sich denn da? Schöne Grüße an beide. Ist das so? Ich gehe mit keiner Erwartung dorthin. Ich gehe dahin, dass ich einfach meinen Teil da erfülle. So. Und was heißt keine Steigerung? Kianusch ist stetig gestiegen mit seinen Albumcharts. Er ist jetzt Top 10 mit seiner zweiten Platte gegangen. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist voll geil sogar, das ist eine Riesensteigerung und Palm kontinuierlich in den Top 10 dabei. So. Also das ist Steigerung und die Sache ist ja auch erst neu. Die kann ja noch gar nicht wachsen, wenn da jetzt gerade diese Konstellation ist ja frisch ein Jahr alt, halbes Jahr alt. So. Und gibt mal ein bisschen Zeit, da sind 3-4 Maschinen im Studio und da kann die dampfen. Also, und ich möchte dazu sagen, ihr habt schon da was Geiles aufgebaut oder ihr zusammen, Alter. Das ist, du hast doch voll die geile Packung. Das kannst du auch nicht einfach von heute auf morgen aufbauen. Das ist eine jahrelange Arbeit, die da drin. Und das Geile ist, warum ich auch dort gesigned habe, ne? Ich bin kein dritter Mosch dort. Oder ein dritter PA Sports oder ein dritter Kianusch oder ein dritter Mo Phoenix. Jeder ist wirklich ein eigener Künstler. PA Sports ist voll eigen. Kianusch ist in seinem Film, Mo ist in seinem Film und ich bin in meinem Film so. Und das ist geil. So ergänzt man sich, finde ich, auch wenn jetzt alle vier sich gleich anhören, muss nicht sein. Ja. Gibt's schon. Stesta fragt, was mit Kalasch passiert? Kalasch ist alles hier. Gut. Mit dem habe ich auch noch Kontakt. Der macht auch gerade. Wir sind immer noch cool miteinander. Also ich helfe ihm, wo ich kann. Okay. Und ja, Kalasch der reißt ab. Der hat ein neues Video rausgebracht. Das heißt Diamant. Check das ab. Ich feiere die Hook unnormal. Unnormal. Der Song ist echt eine geile Sache. Und check den auf jeden Fall aus. Wir sind gut miteinander. Kalasch bei Life is Pain, war das mal im Raum oder so? Das musst du jemand anderes fragen, das weiß ich nicht. Also da, da bin ich wieder raus, kennst du so? Also, aber gibt es denn manchmal Rapper, wo du dem Pierre sagst, ey Dicker, watch den mal? Überhaupt nicht, ich bin ganz, ganz anderen Film. Bruder, ich hab Windeln wechseln im Kopf gehabt. Ich hab das erste Mal vor ein, zwei Jahren Windel gewechselt. Das war so wie so eine Masterprüfung. Das war eine Überwindung in jeder Hinsicht so. Und ich bin in einem ganz anderen Film gerade so. Ich bin immer noch mit meinen Jungs draußen und so, aber wenn ich zu Hause bin, schnappe ich mir die Kids und mache viel mit denen. Und bin auch voll gern mit meiner Frau. Und das ist das Beste. Was gerade ist, das ist das Schönste von allem so. Ja. Das genieße ich. Sehr gut. Hier schreibt Steve Kong, schreibt, was hatte er für Probleme bei Major Moves? Er wollte doch alles erzählen. Also wir haben schon vorhin bei der Was los sind auch so, man kann jetzt auch anfangen, das ist dann wieder so, jeder hat seine Wahrheit. Meine Wahrheit ist auf jeden Fall mit ein paar anderen Leuten die Wahrheit, die sehr übereinstimmt. So und Mann, ich wünsche ihm immer noch am Ende des Tages, soll er sein Ding machen. Ich bin da raus, so, ich bin sehr froh, dass ich da raus bin und das ist meine Beziehung zu ihm. Vielleicht ist ja ein anderer dort, der sich da wohlfühlt und der will sein Leben lang mit Ganji auf einem Label bleiben. Für mich war es nicht das Richtige. Fertig. Okay. Christian Schuller aus Schulerus. Kann er noch mal seinen abnormalen Part aus dem Chabos Remix a cappella raushauen? Das wäre mies. Kannst du direkt?
weiß nicht. Durch West-Berlin im Sechser fliehen, lag Zeit bedeutet Kohle, Champions League Gangster-Stil, Geld verdienen wie Michael Corleone. Boah, er ist lange alt, her, Alter. Ja, ist lange her. Ich weiß nicht ganz mehr. Ja. Ein, zwei Mal hören, wenn man den nicht live gebracht hat und nie. Doch, wir haben den voll oft live gebracht, alle wirklich? Zusammen. Ja, ja. Wo war ich da? Das war voll geil gewesen. Das war zu der Zeit, da war Roos noch in der Mache von Roos. Das stimmt, das war. Da war Roos ein Roos-Prozess. Ich war so, aber da, an dem Tag, wo ihr das Video gedreht habt, war ich da. Warst du da? Ja, an diesem. Wo war das? In Bielefeld, Paderborn, nein, wir waren bei Chabos waren wir in Frankfurt, so Offenbach, glaube ich, sogar in so einer Kneipe. Warte mal. Chabos. Nicht Kneipe, Entschuldigung, Restaurant oder so. Das war so ein. So war da nicht so ein Skaterpark und so? Das war bei Parallel Remix. Ach, das habe ich verwechselt. Da das waren nämlich auch Tag. Alle Kanaken dabei. Genau. Nee, das war einfach vor. Dazu ist dies und das und das. Tag danach wurde Chabos gedreht. Ah, in okay, Frankfurt. Okay, okay. Das war in Kassel. Kassel Skaterpark, wie genau. Ist das? Das war das erste Kanacken-Splash, was ich mitbekommen habe. Ja, Mann, das war krass, ne? Das haben über. Da waren so viele Charaktere auf einem Haufen, Alter. Da war ich auf jeden Fall da und habe auch mit die ersten, glaube ich, mein erstes Jahr mit Interviews war das. Mhm. Oder vielleicht das zweite. Ja, waren coole Zeiten. So. Sehr geil. Very geil. Marc Salzberg, warum sagt er zieht irgendwann weg? Bei Ghetto-Couture sagst du das. Weil ich irgendwann wegziehe. Ja. Mit Anlauf. Irgendwo auf die Kanarischen Inseln. Und dann mache ich mir so eine kleine Bude auf, ja, und da verkaufe ich irgendwas. Mm. Irgendwas Nützliches. Vielleicht so einen kleinen Bäcker oder so. So, Bäcker so ein, ist gut. Mit deutschen Backbrötchen so. Digga, so, 4 Uhr morgens so. Aufstehen, Bäcker. Egal, Bruder, ich zieh durch. Ort, ja. Danach schlafe ich so mittags und gehe nachts Bruder? Immer am Meer schwimmen. Baba. Bruder, immer wenn ich morgens nach dem Club irgendwo hingehe und der Bäcker hat schon auf, ich sage immer Haram, ja. Ich arbeite doch nicht selber im Bäcker. Job. Ich hole jemanden, bitte. Mach das und so, gib mir ein bisschen meinen Anteil und ich chill am Strand. Eine Frage, die dazu passt, könntest du dir vorstellen, nach NRW zu ziehen? Nee. Wenn ich in Deutschland bleibe... Hey, was soll das heißen? Nee, ich könnte, wenn dann auch NRW, Hamburg. Guck mal, mein Vater wohnt in Hamburg. Du hast ja Hamburg gewohnt. Mein Onkel wohnt auch in Hamburg. Meine Tante wohnt sogar in Hamburg. Alle wohnen in Hamburg. Nur ich bin alleine in Berlin hier. Nee, ich bin hier geboren, Bruder. Ich bin damals mit meiner Mama hergekommen und meine Eltern waren ja getrennt. Mhm. Deshalb war das immer dieser Abstandweg, aber... Hamburg leben auch viele Iraner, ne? Voll, voll geil. Da bei Milo fühle ich mich auch voll wohl, aber Deutschland, Berlin oder gar nicht und geht halt nicht. Ich bin halt diese Scheiße hier gewöhnt und ich möchte das auch nicht missen. Okay, hier ist eine Frage an Micha, die werde ich nicht beantworten. Ist Silvia fragt nach einer Autogrammstunde in Köln. Ist da was geplant oder gibt es ein Konzert? Erzähl mal überhaupt live. Wird Mosch live gehen? Wir gehen ja auf Tour alle zusammen im Am Ende November. Des Jahres, das ist ja immer noch stimmt. Also das wird dann zusammengemischt, genau. Ne, mit deinem Release und so. Okay, Live in Spain ist auf Tour, genaue Daten werde ich auf noch connecten. Auf jeden Fall. Ich verlose auch nochmal Live-Karten und sowas gehabt. Warte. Sascha Strom. Salam alaikum Mosch, was hältst du alaikum persönlich salam. Eigentlich von der ganzen Stream-Sache, Spotify, Apple Music und so? Der ganze CDs werden aussterben, wie siehst du das? Kannst du mal eine Einschätzung darüber geben? Merkt man ja, reden auch alle Künstler drüber, gerade intern auch. Ja. Merkt man auch ja eh beim Label. Aber ne? Mann, Dicker, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Das ist der neue Rap, Dicker. Aber es wäre bestes Tattoo, das wäre ein Tattoo, was ich mal machen würde. Ist und so. Noch seinen Namen. Alles cool, wird auch seinen Platz finden. Wird auch mit der Zeit normal werden. Aber Leute, jetzt kommt noch mal meine CD, holt ihr euch auf jeden Fall, dann habt ihr auch so ein, wie heißt das? Noch ein letztes physikalisches Ding. Und vielleicht eins der letzten. Ja. Kennst du so? Ey, Digga, das stimmt. Es ist echt fast vorbei. Es ist, glaube ich, nicht mehr lang. Also ich glaube, die Krassen, die so halt so überkrass verkaufen, die können es sich dann leisten. Aber ich glaube, es ist einfach geil, auch Streaming ist voll einfach. Du hast voll viel Kosten nicht. Ja, CD, Cover, Buckle, dies, das, nix. Du machst Rückläufer nur ein Cover. Die Leute Ja, du hast nur ein Coverpack, läuft Dings und so. Zum Glück bei mir, ich habe auch nie so hoch gepokert wie manche andere. Ich habe ja bei manchen gesehen, die haben dann halt zu krass viele Boxen gemacht oder so. Und dann? Die gingen nicht weg, dann waren die gefickt gewesen. Das hatte ich nie. Bei mir ist zum Glück auch jetzt gerade, ist immer so nach dem Aussicht, dass alles genauso weggeht, wie es geplant wird. Und dann ist es auch geil, weißt du so? Ja. Dann freut man sich auch so. Und ich war jetzt länger nicht da, deshalb bin ich sehr dankbar. Und man weiß ja nicht, was kommt. Immer gucken. Die wissen ja nicht, ob ich bald einen Fallrückzieher mache. Vielleicht habe ich ja noch einen Ass im Ärmel. Es ist so, du hast das sehr gut gesagt mit dem Fußball, weil
Du kannst diese Saison um Abstieg kämpfen. Nächste Saison bist du oben dabei, Alter. Fallrückzieher. Ja, absolut. Fallrückzieher-Prinzip, das hat Mosch erfunden. Mach das mal bei Google. Ja, bitte Fallrückzieher-Prinzip. Roos war dabei. Ich war kennst du so? Dabei, wo das erfunden ist okay. wurde. Und Jihad war auch dabei. Ich wollte jetzt, ich hatte gerade ganz kurz gegoogelt. Ich schaffe es jetzt in der kurzen Zeit nicht. Ich wollte nur sagen, weil du meinst, eine der letzten CDs. Weißt du, was die letzte Blu-ray war, die je auf den Dings gegangen ist? Spider-Man oder, bestimmt oder so. Oder die letzte DVD, glaube ich. Was war das? Ich habe immer nur Blu-ray, denke ich immer an Spider-Man. Ich weiß nicht warum. Die erste Blu-ray. Boah, ich verpeile das jetzt. Egal, Leute, schreibt kein Sch. Googelt das selbst. Aber ich glaube, die erste Blu-ray war Batman. Krass. Die neuen Batmans. Ja, egal, okay. Und das? Von Warner Batman. Bruder, weißt du, was krass war? Ja. Letztens so, okay, was heißt krass? Für meine Generation krass. Ja. Alter, die Videotheken sterben aus, ne? Die gibt's ey, letzte gar nicht Videothek mehr. Wurde gerade bei uns vor der Tür und die auch. Kennen wir seitdem wir klein sind, Bruder. Wir haben uns geschlagen damals samstags ja, um die Karte für ja, die krasses. Es gab damals doch immer nur drei neue Karte Spiele. Du musstest früh da sein, damit du eins bekommst noch von den krassen Spielen, sonst waren alle vergriffen am Wochenende. Stimmt. Manche Geier haben zwei Wochen behalten, du hast nie das Spiel bekommen. So. Und dann hast du immer gefragt, dann sagt er, ist immer noch weg. Bei wem? Da guckt er. Und jetzt letztens ist die letzte weggegangen und Neukölln war noch eine richtig geile. Da war ich und das war's jetzt. Jetzt ich selber bin ja Streaming-Fan. Das ist ja auch einfach und geil. Warum weißt nicht du? Einfach? Aber es ist hart mit anzusehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Kinos noch mitmachen. Und so. Aber Kinos halt noch dieses klassische Popcorn. Aber Kino hat ja noch ein, hat ja noch was. Eine Videothek. Das mit Frau hingehen und so sitzen, romantisch. Und ja, so, aber Videothek, das hast du ja dann wirklich als Ersatz zu Hause, Netflix oder was auch immer. Ja. Das ist ja dann wirklich zu Hause. Ja. Und die Fernseher werden auch nicht kleiner, kennst du? Ja. Ich suche so Fragen und dauernd ploppt hier PS Sports produziert gerade live seine Antwort auf den Distrack von Julians Blog. Ey, was sagst du? Du darfst nicht sagen, ne? Witzig, also. Keine Meinung, ne? Warum? Also, ich finde den Distrack von Julian, hast du gehört? Ja. Schwach. Für ihn. Ja, so dafür, dass er für auch für ihn so eine jetzt Welle so, wenn man hat. Sogar noch ein bisschen Toleranz zeigt, ja, geht ich meine, so. Man darf es auch nicht so eklig verpacken. Mann, für ihn ist es nicht. Er ist doch kein Rapper. Aber der ist jemand, der sich aufgebaut hat, einen Namen, dass er Rap analysiert. PA, und Mann, Dicker, mit PA, mach vieles, ja. Das ist so eine Sache, aber das nicht mit PA, Bruder. Der hört nicht auf. Mhm. Der ist eine Maschine bei sowas. Ich habe das selten miterlebt. Ich war dabei, wo Highlife war. Bruder, der ist eine richtige Maschine. Ja. Und Bruder, er hat schon für andere Diss-Tracks geschrieben. Aber bei jetzt an dieser Stelle, ich bin am Ende des Tages, ich hoffe, das nimmt ein Ende, das nervt voll. Das war voll unnötig. Ich schwöre, das zu war voll. Meine Meinung zu PA war, aber brauchst du nicht mehr antworten, Bruder. Ja, ich schwöre. Das ist doch, Scheiß jetzt doch, ist das Ding doch durch, weißt du? Ja. Oder? Irgendein Newcomer soll darauf antworten oder so, keine Ahnung. Aber es was war jetzt? Einfach auch, wie es alles zustande gekommen ja, ist und so, voll unnötig. Ja, das, war, voll das war wirklich unnötig. So, wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel PA noch ein bisschen mehr Beef hätte oder wie ist das? Seid ihr dann gangmäßig unterwegs? Dann sagst du, steig ein? Nein, wir sind da. Wir okay. halten noch zusammen, solange wir zusammen sind. So. So sein Beef ist mein Beef. Das heißt ja jetzt nicht so, dass den er nicht so mag, menschlich muss ich jetzt auch hassen. So. Aber wenn es jetzt hart auf hart kommt, wir sind jetzt eine Gruppierung, da, ich gucke nicht zu, wenn meinen Freunden was passiert. Das muss jetzt nicht, das kann auch mit dir sein. Danke. Wenn du jetzt auf der Straße bist, hoffentlich nein, du auch bei Spaß. Mir, also ich bin nicht He-Man. Aber ich helfe halt, wir sind von wenn der Straße, ich helfe, Bruder. Du verlierst. Wir sind von Straße und ist egal, Bruder, ob wir auf Fress kriegen oder nicht, wir hauen. Weißt du, was ich ja, meine? Ich so, Spaß, deshalb ja. egal so. Aber ich hoffe nicht, ich bin raus aus diesen Sachen. Ich bin wirklich Spielplatzfanatiker. Ich baue Sandburgen und so, Alter. Und parallel mache oder ich... Oder eine Sache, was Sandburgen und Spielplatzfanatiker angeht. Kennst du das? Ich bin mit Kollegen, der hat auch eine kleine Tochter. Wir sind am Spielplatz. Der hat gar keine Sachen dabei für die Kleine, aber die findet von anderen und dann spielt ja, die ja, damit, normal, nachher normal. Nehmen wir die mit und ich sag so, ey, das, dachte so, nee, das ist so Standard. Diesmal nimmst du, letztes Mal haben die von ihr, das hat so ein Kommen und Gehen, diese Geräte. Mann, das ist auch krass, wenn du siehst, du weißt doch, wie es war, als du da ja, standest. Ja, klar, ja, das ist voll krass. Aber den Film muss sich jeder selber geben, das kann man nicht erklären. Ja, an dem arbeite ich noch. Mein ganzen weil da sagen auch voll viele, manchmal sagen auch viele, Mann, der ist jetzt voll weich geworden, der hat jetzt Kinder minder und so, ist ruhig. Bruder, du bist immer noch derselbe Typ wie vorher, du bist reifer, erwachsener, hoffentlich für dich, also wenn du Glück hast. Und das macht einfach nur Spaß. Und das ist eine schöne, kennst du nicht in jedem Mafia-Film, der sagt auch, ein Mann, der sich keine Zeit für seine Familie nimmt, ist kein richtiger Mann. Und das ist völlig richtig so. Das ist auch das Schönste, was du machen kannst, weil die letzte Frau, Pierre hat das doch auch geil gerappt so. Der Letzte, der deine Hand hält und so, ist das meistens deine Frau so. Weißt du, was ich meine? Du bildest ja eine eigene Familie. Ja, natürlich. Erst kommst du so von deinen Eltern und dann gehst du irgendwann deinen eigenen Weg, so, weißt du so? Du bist immer noch natürlich von denen, aber du bildest irgendwie deine eigene.
Und das ist dann was Schönes. Wünsche ich jedem. Ja. Kennt dich wenigstens einer richtig. Das, in dieser ganzen Blechwelt, kennst du, so voller Plastik, ist gut, wenn du einen kannst, wo du mal die Hosen runterlassen kannst. Power, so. Die gibt. Ja. Das ist gut. Bugra Hawan. Kommt was wie zwei Iranis? Oder Iranis Teil 2? Auf der Platte Iranis Teil 2? Nee. Das oder ist ja auf Fahrt seiner Platte gewesen, ne? Ja. Nee, auf PA's Platte war das. Hayes. Mit Fahrt, ja. Nee. Oder macht ihr vielleicht mal so einen iranischen Track? Das wird voll auch gerne oft gefragt. Meinst du, dein Farsi reicht? Ja, nee. Farsi ist schon mal Kaffee, was er jack track. Na, Aslan Kaffeinistisch. Farsi mein Kena. Farsi mein am Aslan Kaffeinist. nee, mein Persisch ist nicht, glaub ich, muss nicht man, gut. Muss man reinkommen. Aber ich würde da mir Hilfe dann von irgendeinem krassen persischen Rapper sagen, ey Bruder, schreib den Deutschen, schreib du mir mal was auf, ein bisschen helf mir mal und so. Aber manchmal fallen mir auch voll die geilen Reime ein und so. Yeah. Auf Persisch, so einfach so auf behindert. Farsi ist super zum Rhymen. Mann, Persisch ist echt, Mann, ich bin viel zu wenig mit meinen Landsbrüdern. Als ob man so singt. Ja, wenn man da ist, ist es halt echt schön, wenn man seine eigene Muttersprache sprechen kann auch nochmal. Das ist geil. Ich müsste mich auf jeden Fall wieder reinfinden, aber ich spreche... Du kannst, Mann. Wir sind deutsch-persisch so. Ja, ich wir reden ja halt dieses deutsch-persisch. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, kommt dann halt ein deutsches Wort mit rein. Ja. Kennst du so? Normal. Easy. Kevin fragt, kommen noch Sachen wie Chilma? Ja. Also aber nicht genau, guck mal, es wird nie mäßig wieder, es kann nicht derselbe Song nochmal kommen, Leute, hört auf damit. Es gibt sowas nicht, sowas gibt es nicht, sonst ist es kacke, Mann, du kannst doch nicht denselben Song, hast du ihn einfach kopiert. Es gibt einen auf der Platte, da ist Legalize Pot, der geht sehr in die Richtung, der ist voll geil, den zeige ich dir, wenn du willst, gleich kurz, wenn wir dich irgendwo hinbringen. Ja. Ja, voll geil, Legalize Pot. Legalize Pot. Eigentlich Anti-Legalize Pot, weil für die Dope-Pusher ist das scheiße, aber hoffentlich dürfen wir auch ein paar Coffeeshops aufmachen. Aber die Dope-Pusher, wenn cool die schlau sind und sich upgraden, können die richtig Millionär werden. Bei mir ist so, wenn ich buffe nur noch in Albumphasen. Wenn meine Albumphase fertig ist, direkt. Du hattest ja auch aufgehört eine ganze Zeit. Ein Jahr lang voll radikal, aber jetzt so machen. Und wenn ich da mal zwischendurch Bock habe, brauche ich dann einmal abends so, aber das mache ich auch, wenn ich nicht zu Hause bin, irgendwo anders auftritt oder so. Mhm. Hörst du denn gerade selber viel Deutschrap? Kannst du mal vielleicht sagen, was du gerade gut findest, außerhalb des Camps vielleicht? Deine Playlist, so deine Spotify-Playlist? Ich fand ein paar viele Sachen gut. Jetzt gerade kommt ein paar richtig geile Sachen. Jetzt nicht alles, aber von diesem Rin fand ich den Song geil. Mhm. Bros? Weißt du, warum ich den danach aber auch erst so krass fand? Ich habe einen Splash live kurz gesehen bei YouTube, auch zufällig. Bruder, wie die Leute geplatzt sind mit dem zusammen, ne? Ja, ja, krass, krass. Wann war das Splash? Weiß ich nicht. War aber auf jeden Fall sehr geil und das war schon war. Hätte ich gern live gesehen. Ja. King. UFO rasiert gerade. Gibt's keinen schlechten Song. 187, die letzten Sachen, Baba, KMN, Baba, Suna feiere ich sehr besonders und AZ von denen. Dieser Suna hat einen Song, der rappt, das ist sehr geil, so diese Flow-Abhack und so, finde ich gut. Berlin geht auch viel, ja. Ja, auf jeden Fall, gibt gerade voll viel gutes Zeug. Voll viel Zeug, gutes ne? Zeug, ja. Das ist ja so eine Zeit, hatten wir ja noch nie im Deutschrap, so viel gute Sachen. Ja. Ne? Carpus-Album. Ja. Auch sehr geil. Bin ich Fan von, weißt du. Carpus war sehr stark. Ich freue mich auf Milos Album, ich freue mich auf Dumarocks Album. Gibt's viele Sachen, aber... Kommt ein Milos Album, Alter? Wann kommt denn das? Weiß ich nicht, ich hoffe bald und so. Ich habe ein paar Sachen gehört gehabt, die waren sehr stark gewesen. Und ja, freue mich darauf. Ich freue mich auch auf Haftis Album. Wann kommt gibt's das? Gibt's ein paar, weiß ich nicht, weißt du was? Du ich weißt weiß, mehr als ich. Bruder, ich weiß. Ich freue mich sehr auf Haftis Album auch. Ich weiß alles, Bruder. Auf wen freue ich mich noch? Flair macht gerade auch krasse Sachen. Ja, und liefert. Ich habe gehört, das Ende des Jahres gehört aber Farid Bang. Sagst du? JBG? JBG, ja. Ja, dann. Also ich habe mir jetzt auch privat mal JBG 2, hatte ich vorher nie gemacht, angehört. Ja. Voll krasse Platte, da gut gerappt. Wortspiele. Auch Spaß, macht Spaß zu hören, weil es sehr nach vorne geht und die beiden ergänzen sich übergut. Mm-hmm. Schöne Reim, ich bin Reim-Junkie, Bruder, weißt du, das ist genau. Ja, du bist gut. Eh so, ja, ich weiß. Du gibst sehr einen, schön. Du bist ja, was das angeht, schon professormäßig drauf. Aber auch, ey, Summer, also zum Beispiel mit Summer Jam habe ich was komplett anderes gemacht. Da ist auch ein erster Song, wo ich komplett Autotune bin. Und auch Summer so komplett Autotune. Okay. Aber geil gemacht, jetzt nicht so doll. Nee, erzähl für die Fans, damit aber die wissen, sehr geil sie, so. Und, also meine Freunde sagen die ganze Zeit, das ist deren Lieblingssong von der Platte. Ich bin halt gespannt, ich lasse mich da überraschen, wie die Leute entscheiden. Das ist immer ganz anders, als ich denke. Deshalb sage ich nichts mehr. Hm.
Wie würdest du denn die zum Ende vielleicht, wie würdest du die Platte insgesamt beschreiben, damit Fans wissen, worauf die sich so einlassen? Ich würde sagen, es ist eine sehr gesunde Mischung. Es ist 50-50. 50 ist so mein klassisches Ding. Mhm. Und 50 ist Neuzeit, so, ja. Auch wo Ghetto-Couture in die Richtung geht. Mhm. Ghetto-Couture war davon auch ein gutes Ding, aber da ist ein, zwei Dinger drauf, die ich selber persönlich in die Richtung sehr stark finde. Aber ey, selber ist immer was anderes. Ich bin froh, dass die Platte mir gefällt. Das ist an erster Stelle sehr wichtig. Und bin jetzt nur noch gespannt, was die Leute dazu sagen. Mhm. Ja, nice. Und man wächst voll in diese Rap-Scheiße rein. Mich interessiert das langsam. Diese Kommentare, am Anfang hast du doch immer Kommentare gelesen. Irgendwann interessiert es dich echt nicht mehr. Dann guckst du halt, cool, freuen sich die Menschen schön. Mhm. Ist da jemand bei, der freut sich gerade nicht so, hoffentlich hast du morgen einen besseren Tag. Kennst du so bei mir gelandet? So. Ja, ja, klar. Du kannst nicht viel machen. So. Du machst einfach dein Ding und das ist gut. Ja, Kommentare, ey. Aber das Album ist sehr, 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 sehr cool. Zieht euch rein. Ist interessant. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Freunde, lass mich die Abmoderation noch machen. Danke. Freunde, wir sehen uns im Outro wieder. Das Mosch, danke für deine Zeit, Bro. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall, Bro. Viel Erfolg. Freunde, vergiss nicht, das ist der zweite Teil. Der erste Teil war die Was-Los-Folge. Da ist sehr viel über das Album geredet, sehr viele Informationen. Wir sehen uns am Ende der Folge wieder. Und ihr geht ja auf Tour mit ganz Life is Pain. Ich werde Karten für euch besorgen, verlosen, vielleicht eine Box. Kannst du vielleicht zur Box nochmal was sagen? Was ist denn da drin so? Oder ist das schon verraten? Da ist eine worden? Kette drin mit meinem Logo. Ich hab die auch gerade, also dieses Logo ist gemacht worden. Kennst du feiern? Nice. Aber so ein Edelstahl und so halt, okay. Boxüblich. Eine geile Tasche. Auch dieselbe Größe? Ich glaube ja, also der Anhänger ist gleich groß und die Kette müsste auch gleich sein. Nice, gut. Cool. Nochmal rausholen, so kennst du so? Nochmal, habt ihr gesehen? Ja, so, das ist drin, eine Umhängetasche, weil ich es einfach nützlich finde, dass man sein Handy und seine Potte so reinpacken kann. Aber, ne? Also so, ja, diese, ne? Easy-Dinger, so, ja, die sind geil, aber auch dieselben, die Life is Pain hat. Okay, nice. Und dann instrumental und so halt, dieses Standard-Ding. Aber ist alles geil, so, ich finde, das ist nützlich. Ich wollte jetzt keinen Kühlschrank reinpacken oder irgendwas Neues erfinden. Schnürsenkel und so, was weiß ich nicht, was alles gerade in ist. Mir ist einfach so, klassisch fand ich geil. Ja. Ja, nice, Alter. Alles klar, dann wisst ihr das auch, Freunde. Wie gesagt, ich besorge Boxen und ich werde sowieso eine für mich stehlen, weil ich will diese Kette haben, denn wissenschaftlich bewiesen, es ist das letzte Logo, was der großartige Spectre jemals gemacht hat für einen Rapper. Er hat sie. Schön, Spectre. King, oder? Sehr gut, mein Lieber.